Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Oh, Lava. Ulbricht soll oben sein. Ja. Aber was heißt oben? Hier ist oben. Dem wollen wir auch noch mal quasseln. Ich weiß nicht, was hier Wohnung ist und was immer. Kalans Wehr. Was war da gerade? Ulbricht, habe ich irgendwas gelesen. Werkbank. Dann kann ich ja jetzt eigentlich das Schwert machen. Kann ich das auch anfertigen? Ah, okay. Plus 17. Gut, jetzt fehlt mir natürlich die Kohle. Ah ja, ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Die Kleriker hören sich alle selbst gern reden. Wir reden, weil wir die Wahrheit verkünden. Wir müssen reden. Ein Mann der Tat. Du kommst gleich zur Sache, wie es aussieht. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Converta anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist. Das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Ohne meine Hilfe werdet ihr nicht weiterkommen. Oh, doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Und doch könnte er. Na, ich will nicht vermessen sein, Vater. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ich bin Jax, Alpkommandant und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xarkor. Hier, ich bin ein Niemand, ich bin nur ein Mann, der seinen wahren Glauben sucht. Bla 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 bla. Ich bin Jax, Alpkommandant und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xarkor.
Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elix-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xakor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonensoldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen? Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xakor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von elexhaltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist.
Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon zwei, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, vielleicht. Können wir noch was sagen? Du musst einen reinen Feldherrn. Okay, wir können nichts mehr. Jetzt gehe ich jetzt mal noch ein bisschen weiter gucken und danach. Schönen guten Tag. Mache ich mal ein paar Aufgaben. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Hört mir zu, ihr Jünger Kalans. Der Kleriker Bertram weilt wieder an unserer Seite. Auch wenn er mit seiner Aufgabe versagt hat, so hat Kalan sein Leben verschont. Lasst uns dankbar sein und ihn an der Brust seiner Brüder willkommen heißen. Akolyt? Ah, ein weiteres verirrtes Schäfchen. Willkommen im Hort der Kleriker. Dass du hier drin bist, kann nur bedeuten, dass das Licht Kalans auf dich scheint. Ja, ja. Vergeude diesen Moment nicht. Gib dich den Lehren Kalans hin. Kein Interesse. Das ist beschämend. Aber auch du wirst noch sehen, wozu Kalan in der Lage ist. Dann wirst du deine Entscheidung treffen. Und ich gehe davon aus, dass es die richtige sein wird. Erzähl mir etwas über Kalan. Alles begann mit Arvid, dem Propheten. Der Prophet bekam die Lehren Kalans zugeflüstert. Noch vor dem Untergang der Welt versuchte er, die Menschen zu warnen. Er verteilte die Lehren, er redete mit Menschen, aber es war vergebens. Die Menschen hörten nicht auf ihn und seine Lehren der Reinheit. Und so geschah es, dass Kalan wütend wurde. Er sandte den Meteor, um die Unreinen zu vernichten und die Reinen auf die Probe zu stellen. Wir werden diese Prüfungen bestehen. Wir halten unsere Körper rein. Der Prophet Arvid sagte, dass Kalan uns alle von hier wegbringen wird. Wir müssen rein sein und auf Kalan vertrauen. Dann kann uns kein Feind dieser Welt etwas anhaben. Du glaubst diesen Mist wirklich, oder? Du glaubst diesen Mist wirklich, oder? Hüte deine Zunge, oder willst du, dass Kalans Strafgericht über dich kommt? Hör besser, was ich dir zu sagen habe. Kein Götze oder andere Versuchungen stehen zwischen uns und ihm. Sein Paradies erwartet uns, doch noch ist es nicht an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Der Pfad der Erleuchtung ist beschwerlich und nur wer würdig ist, wird die Gnade seiner Gunst erlangen. Und nun gehe in dich und verinnerliche meine Worte. Mögen sie dir ein Wegweiser in den kommenden Zeiten sein. Wer bist du? Ich bin Oswald. Auch ich war einst verblendet. Aber meine unreinen Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Als Bruder Rainer mich gefunden hat, war ich nur ein spuckender Haufen Elend. Er baute mich auf. Er gab mir einen Sinn in meinem Leben und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Heute versuche ich, diese Tugenden weiterzugeben. Also lade ich dich ein wenig hier zu bleiben und mit uns zu beten, Bruder. Nee. Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Du solltest dich nicht damit beschäftigen, mein Sohn. Reinhold und Dietrich nehmen sich dieser Sache an. Ich weiß nur, dass jeder, der damit zu tun hat, jetzt sehr vorsichtig sein sollte. Kalan wird die Unreinen bestrafen. Sei dir dessen immer bewusst. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Kalan wird die Reinen ins... Okay, mehr können wir mit ihm nicht reden. Dann... kleine Haltung mitnehmen. Jagt Kalan in eurem Herzen. Ich höre ja von Kaya überhaupt nichts mehr. Stopp! Wo denkst du, dass du hier hingehst? Keine Ahnung. An dir vorbei.
Was es hier so gibt, was ist das hier? An dir vorbei. Deine Sprüche kannst du dir stecken. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein und sieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Ich werde mich hüten, hier nochmal irgendwas zu klauen, ey. Das ist viel zu teuer hier. Was ist denn hier jetzt? Guck mal, das ist Lava hier. Geil. Was die mit Ketzern machen. Verurteilter. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht bereit. Kalan wird mich führen. Er wird mich mitnehmen. Nein, 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 nein. Ich habe gegen Kalan gehandelt und muss die Strafe dafür in Empfang nehmen. Lass mich in Ruhe beten. Ich muss mich auf meinen Übergang vorbereiten. Okay. Bete du mal in Ruhe. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, dich diesen Irren anzuschließen? Nein, so dumm siehst du nicht aus. Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Was hast du verbrochen? Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Das hätten wir auch gar nicht nötig gehabt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluxen. Oder haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet? Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ja, ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen? Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen? Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Ich weiß nicht, aber es ist wirklich falsch, dass er gegen seinen Willen festgehalten wird. Ich denke darüber nach. Du bist auf dich allein. Mit jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. Ja, eigentlich nicht, ne? Ich meine, klar ist es falsch, dass sie ihm eine Gehirnwäsche unterziehen, aber... Ich weiß nicht. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Vorerst kannst du hier verrotten. Was sagt denn eigentlich hier dieses... Was war das nochmal? Finger weg, ne? Balder verlangt, dass ich mich aus seinen Angelegenheiten raushalte und die Negotiation von den Gefangenen nicht behindere. Er braucht dafür einige Zeit und ich soll nichts weiter tun, als mich raushalten. Mann! Wegen deiner... Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier verschwinde. Ich muss auch meinem Kumpel, den Schachter Wolf, zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert.
Was du allerdings für mich tun kannst, ist Folgendes. Ich brauche meine Waffe und eine passende Tarnung. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich! Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in 2 Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhinkommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig. Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht. Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Jetzt haben wir hier noch eine. Huchala. Was wird das denn jetzt hier so komisch? Ist ja ganz komisch da geworden gerade. Oh, wir sind jetzt hier im Inneren. Des Vulkans? Oder wer ist das denn? Henker. Was? Tötest du hier etwa Gefangene? Wenn ein Kleriker gegen die Gesetze verstößt, geben wir ihm immer die Wahl. Umerziehung durch unsere Suggestoren oder ein ehrenhafter Tod im Kampf. Denn nur ein Kleriker, der im Kampf stirbt, ist es wert, im Tod den Segen Kalans zu empfangen. Und ich habe die ehrenhafte Aufgabe, diese armen Seelen an Kalan zu übergeben. Das ist grauenhaft. Du magst von unseren Ritualen halten, was du magst, Berserkerin. Aber du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du eines Tages vor Kalan stehst und er dich abweist. Wenn du meinst. Lass mich jetzt in... Da kann ich nicht hoch. Und er guckt sich das von da oben auch noch an. Der Reinhold. Okay. Ah, ich habe mir alles durchgeguckt. Da, boah. Das wird richtig eklig. Ich habe alles durchgeguckt. Fass dich kurz, ich bin... Ist dir klar, dass Eli fliehen will? Oh. Was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Ach, du bist dann wohl derjenige, den Reinhold schickt. Ich habe vorschriftsmäßig Protokoll geführt. Wer sind nochmal die Verdächtigen? Siegfried, Hagen und Oswald. Ach ja, genau. Hier hast du das entsprechende Protokoll. Alles, was ich weiß, steht dort drinnen. Vielleicht hilft es dir ja. Danke. Ach, ich weiß nicht. Sollen wir das sagen, dass der Herr... ich weiß nicht. Sollen wir böse sein? Sollen wir gut sein? Ich weiß nicht. Ach komm. Ist dir klar, dass Eli fliehen will? Das will jeder Gefangene, aber niemand kann sich dem Griff unserer Suggestoren entziehen. Also verschwende deine Zeit nicht mit dem Gejammer dieser Subjekte. Okay, er glaubt uns nicht. Ist ja auch mal was Neues. Ist nur das, da ist nur das. In der Reinheit liegt die Kraft Kalans, ja, ja. Erzählt er hier. Ah, ja. Wolf?
ist das denn? Ein Presslufthammer. Damit kann ich die Eisenader abbauen. Wie geil. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Oh. Den Hammer nehmen wir auch mit. Und hier noch. Das macht voll Fun. Dann reden wir jetzt mit dem Wolf. Nanu, ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Störe ich? Ich stecke einfach bis zum Hals in Arbeit, nichts weiter. Dieses verdammte Gestein gibt nicht so schnell nach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Exakt. Na dann? Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Mhm. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Okay. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Eli sagt, dass er dich kennt. Mich kennen? Von wegen. Bespuckt hat der Kerl mich, nur weil er meint, ich hätte ihn schief angeguckt, als sie ihn ins Loch gesteckt haben. Egal, welche Geschichte er dir aufgetischt hat. Lass dich nicht einwickeln. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Ah. Du verlangst ganz schön viel. Denkst du, das weiß ich nicht? Es steht ja auch ziemlich viel auf dem Spiel. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ich einem Außenstehenden so viel Vertrauen schenke. Ja, ich mag den Eli ja auch nicht. Der ist schon ein bisschen eigenartig, aber... Ach, hier sind wir wieder bei der Kantine, ne? Ach, dann sind wir jetzt schon einmal rum. Aber wir sind noch nicht ganz rum. Weil da vorne ist ja auch noch. Hier ist ja auch noch. Hier bin ich noch nicht durchgegangen. Eva. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand.
und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Du bist die deutsche Stimme von Luna Freya aus Final Fantasy XV. Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Ja. Ich bin überrascht, aber sicher weißt du nur das Grundsätzliche. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Ach. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Das von dir gesuchte Buch nicht irgendwie aus? Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Bring mir etwas bei. Gut. Gut. Persönlichkeit. Nein. Nein, 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 nein. Nichts. Ah. Hier bin ich jetzt fertig, ne? Boah, hat mich das Ding jetzt erschrocken, ey. Okay, ich möchte noch mal zu Wolf gehen.
Und dem eigentlich nur bestätigen, dass ich das... Dass ich das mache. Mit den Eli und den halt verraten werde. Diese Woche ist wieder ein Bohrer-Kap. Nee, kann man nicht machen. Okay. Muss ich mich mal eben... Ich glaube, ich lese jetzt auch erstmal ein paar Sachen vor, oder? Da. Ich glaube, ich habe das alles noch nicht gelesen. Verwittertes Bild. Aha, da ist wahrscheinlich ein Schatz versteckt. Propaganda. Ja, haben wir auch schon. Überwachungsprotokoll. Ich habe Siegfried von morgen bis Mittag an der Maschinenhalle gesehen. Hagen habe ich morgens bei den Begruben gesehen und dann aus den Augen verloren. Oswald habe ich nur abends bei einer seiner Predigten gesehen. Also Hagen. Teil des Schlunds heute Abend bei einem Bruder Dunkelheit 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Stim vorher zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Ragnar, um umweg in die Wüste zu gelangen, werde ich den Weg durch die Schlucht oberhalb von Goliath wählen. Wenn ein paar Outlaw-Ratten unsere alte Befestigung dort für sich eingenommen haben, kann ich sie auf diesem Wege gleich ausmerzen. Ich brauche neben den Setzern noch ein paar Berserker als Verstärkung Gara. Also, vier Häuser, Teil 2. Das Weiße Haus steht erst einen Sommer. Es hat mir erzählt einen von mehreren Hinweisen auf einen verschlüsselten Code. Mhm. Vergilbter Zettel. Ja, Daisy. Radoks Bericht. Okay, die Handlungen der freien Menschen sind für mich widersprüchlich. Trotzdem dienen sie unserer Sache. Sie geben sich so viel Mühe, sich selbst zu eliminieren, dass die meisten von ihnen uns nicht weiter beachten. Die Kleriker hingegen sind anders. Sie sind mir auf den Fersen. Hartnäckige Zeitgenossen. Ihre Augen sind fast so kalt wie die unsere. Besser, ich breche nach Süden, Südosten auf, bevor sie... Ominöser Zettel. Fred war hier. Nachricht eines Verbannten habe ich schon gelesen. Hilfe, ne, oder? Ja, habe ich. Hilfe schreiben. Wir erbitten eure Hilfe. Aus den Höhlen im Gebirge werden wir von Monstern und Mutanten überfallen. Sie verwüsten die Ernte. Wir haben Angst um unser Leben. Die Stadt braucht etwas zu essen und so können wir uns nicht mal selbst versorgen. In hoher Achtung, Hubert. Flugblatt. Ein Erlass der Kleriker legt fest, dass jeder Bewohner von Abessar sich ab sofort freie Rationen bei York abholen kann. Gezeichnet die Kleriker. Da konnte einer nicht schreiben. Drohbrief. Broschüre. Unser Hotel bietet Erholung pur. Die günstigste Lage in Küstennähe sorgt für frische Salzluft und wir bieten ein umfassendes Erholungsprogramm. Nähere Informationen finden Sie in Teil C. Unsere Zimmer werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. Melden Sie sich daher an der Rezeption und füllen unseren Fragebogen detailliert aus. Unser Spezialprogramm. Für Mitarbeiter der Infinite Skies haben wir ein besonderes Programm, welches von Ihrem Arbeitgeber gesponsert wird. Sie bekommen das volle Wellnessprogramm für maximalen Komfort. Flugblatt. Habe ich schon gelesen. Egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibecenter Infinity Skies für eine bessere Zukunft. Alter Brief. Donald, ich danke. Kings, habe ich schon gelesen. Achtung, Diebe. Bewohner der Kuppelstadt, die akute Serie von Diebstählen mahnt zur Wachsamkeit. Darum haltet euch an die Weisungen der Obrigkeit. Lasst eure Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, traut keinen Unbekannten, meldet alle verdächtigen Aktivitäten. Wer sich mit Dieben gemein macht, wird bestraft. Alois, Stadtverwalter. Vorratsliste, Sonderlieferung, Kiste Mandeln, ja. Cutter haben wir gelesen. So, Tagebuch einer Kellnerin. Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiße ich die Arbeit hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der Infinity Skies bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbeln. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in dem letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in sein vollgekritzeltes Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält der Kerl sich für einen Künstler oder so. Ist noch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch grapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute Abend beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Da war ein Mann, der behauptet hat, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig. Seine Durchsage wurde plötzlich unterbrochen. Er war verrückt. Sandy gibt
Irgendein gibt nichts auf die Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort, aber sie gehen in unterschiedlichen Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt das Zimmer neben Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Sandiges Handbuch. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie sitzen sich ihren fetten Arsch im Fort Baxter platt und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde es für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unser Baxters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1. Nicht verlaufen. Regel Nummer 2. Wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten, seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf dem Boden ausbreiten oder in einem Baum hängen. Wenn man nach dir sucht, ist es so einfacher, dich zu finden. Nummer 3. Toilettenpapier mitnehmen. Ein Tuch und Wasser tun es auch. Lasst euch gesagt sein, es gibt nichts Beschisseneres, als in der Wüste einen abzuseilen und nichts zum Fischen dabei zu haben. Ich kann es mir vorstellen. Nummer 4. Lange Kleidung. Die Jungs und Mädels im Fort mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine 2 Tage überleben. Durch entblößte Haut verliert man viel zu viel Wasser. Außerdem wird die nachts scheißkalt. Ja. Rehabilitationsauftrag. Nur wenn die folgenden Punkte zur Zufriedenheit des Prüfers erledigt werden, wird den Verbannten eine vorzeitige Rehabilitation gewährt. Punkt 1. Säubern des Weltenherzens. Dies beinhaltet Säubern und gründliches Auskratzen der Fugen, Waschen aller Verletzungen mit der zur Verfügung gestellten Essenz, Trockenlegen sämtlicher Blutungen. Punkt 2. Stabilisieren des Weltenherzens. Dieses beinhaltet Anfertigung von Stützbalken mit Hilfe der mitgelieferten Axt, Stützen des Herzens selbst, Stütze der großen Adern. Punkt 3. Keine kriminellen Aktivitäten in irgendeiner Form, dazu aber auch nicht ausschließlich zählt Mord. Diebstahl untereinander, Missbrauch der mitgelieferten Waren, Eigenverzehr des Mana, sämtliche Verletzungen sind dem Prüfer glaubhaft zu erklären. Der Prüfer wird in 6 Monaten erscheinen und unter Berücksichtigung dieser Punkte über die Rehabilitation entscheiden. Missionsbericht, Aufbruch Edan, das habe ich schon gelesen. Buch der Geschichten, Buch des Goliaths-Helden, Gebetsbuch eines Klerikers. Das habe ich schon. Grindels Tagebuch. Tag 17, die Hütten sind aufgestellt. Hier an der Bergflanke ist es geschützt. Tag 18 hat meine Leute auf Erkundungstour geschickt, waren erfolgreich jagen. Tag 19, einer der Jungs hat mir der Geschichte von der geheimen Taverne angefangen. Wir haben ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Tag 20, der Frischling ist verschwunden, haben alles abgesucht, keine Spur von ihm. Tag 21, haben auf der Suche doch tatsächlich einen Höhleneingang gefunden. Sind den Mutanten darin knapp entkommen. Der Frischling konnten wir nicht mehr helfen, hoffentlich verfolgen sie uns nicht. So, dann habe ich nur noch die Tagebücher und das Gebetsbuch des Grindels Tagebuch, Buch über Goliaths Helden, Buch mit Geschichten und Artags Tagebuch. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Da hat uns ja so eine Klerikerin in der Kuppelstadt ja ihre Geschichte erzählt, wo sie überall war, wie sie da gelandet ist und so. Und sie hat ja dann da so von so einem Typen erzählt und hat ja dann nicht weitergemacht hier von wegen. Also ich glaube, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen. Und ich glaube, er hat sie vergewaltigt, also dementsprechend sie wahrscheinlich vergewaltigt oder geschlagen und sowas, und deswegen wollte sie nicht weiter darüber reden. Über diese Story halt, ne? Schon ein bisschen traurig. Ist schon wirklich ein bisschen traurig. Boah, komm, viele Sachen. Na gut, Leute, ich muss mich verabschieden und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.